Hey Leute, was geht? Heute geht es nochmal in diesem Video um die Banküberfälle, die uns dann offiziell ab dem 10. März erwarten werden. Und in diesem Video möchte ich einfach meine persönliche Vorstellung beschreiben, wenn die Banküberfälle dann eben erschienen sind und wie die Situation dort ungefähr sein wird. Ihr habt es vielleicht im Titel ja schon gelesen, dass ich nämlich von möglichen Problemen beschrieben habe. Das Ganze vermute ich nämlich und hoffe natürlich, dass es nicht kommt. Und ich möchte Rockstar Games einfach nur darum bitten, dass sie sich wirklich sehr Mühe dafür geben, dass es zu diesen Problemen eben nicht kommt. Aber die meisten von euch würden sich jetzt fragen, was könnte es denn für Probleme geben? Und ich vermute persönlich, dass es wahrscheinlich, also ich kann es nicht zu 100% bestätigen und das Ganze ist natürlich nur meine Vermutung, heißt also, ich könnte hier totalen Bullshit gerade labern, aber ich vermute das Ganze und zwar meine ich persönlich, dass es vielleicht sogar zu Serverproblemen bzw. Instabilität kommen kann, wenn die Banküberfälle erscheinen werden, denn man hat ja halt eben einen Tag angegeben, an dem die Banküberfälle eben erscheinen werden. Und jetzt müsst ihr euch einfach mal diese Situation vorstellen, wie wir das ungefähr vor 1,5 Jahren hatten, als GTA Online eben für PS3 und Xbox 360 rauskommen. Da war der Hype halt um GTA Online wirklich so groß, dass die Server dem einfach nicht standhalten konnten und einfach mal zeitweise bzw. mehrere Tage oder sogar noch Wochen gar nicht erreichbar waren und dass nur wirklich sehr, sehr wenige Spieler in den Genuss von GTA Online gekommen sind. Ich musste wirklich noch mehrere Tage warten, bis ich dann endlich wenigstens einmal in GTA Online reingekommen bin und als ich dann eben reingekommen bin ich dann eben wieder durch einen Netzwerkfehler rausgeworfen worden. Das Ganze ist halt eben passiert, weil es nicht genug Server gab und die Server dann eben komplett überlastet wurden, weil eben viel zu viele Spieler auf einmal GTA Online spielen wollten. Und meine Angst ist jetzt halt eben, dass das genau bei den Banküberfällen auch der Fall ist, denn der Hype um die Banküberfälle ist größer als alles andere, was wir vielleicht hatten, bis auf den Hype um GTA 5 selber. Und ich denke, der Hype um die Banküberfälle ist dann sozusagen der zweitgrößte Hype, den man im Moment erwarten kann. Und dieser wäre dann eben vergleichbar mit dem Release von GTA Online und ich hoffe wirklich, dass es nicht dazu kommt. Allerdings denke ich, dass es tatsächlich auch wirklich sehr, sehr viel Sinn macht, dass es dazu kommen könnte, denn es wird auf jeden Fall, denke ich, extrem viele Spieler geben, die ausgerechnet genau am Release-Tag dann die Banküberfälle spielen wollen. Dazu zähle ich natürlich dazu und auch alle GTA-YouTuber und auch sicherlich ihr als Community. Ihr werdet auf jeden Fall sicherlich, denke ich, auch online gehen und am 10. März versuchen, die Banküberfälle dann zu spielen, falls dann die Server standhalten werden und das Spiel eben ordnungsgemäß funktioniert. Denn bei all dem Content, den Rockstar Games halt eben mit dem kommenden DLC eben angekündigt hat, ist das eben ein absoluter Grund, noch einmal GTA Online für mehrere Wochen zu spielen und auf jeden Fall am Release-Tag einmal GTA Online anzuschalten und sich dort einzuloggen. Und aus diesem Grund denke ich, weil die Zahl der Community halt eben immer größer geworden ist, kann man vielleicht vermuten, dass wenn jetzt sich wirklich alle gleichzeitig online anmelden würden, dann die Server so stark überlastet werden, dass plötzlich alles eskaliert. Und diese Angst plagt mich halt eben in den letzten Tagen, dass es wirklich dazu kommen könnte, dass man dann halt eben dadurch sogar mehrere Tage später erst die Banküberfälle spielen kann. Und das hoffe ich allerdings nicht, denn ich möchte natürlich so schnell wie möglich die Banküberfälle spielen. Und wenn man dann halt eben die Banküberfälle durch die Serverbelastung eben nicht spielen kann am 10. März, dann ist man natürlich sehr enttäuscht. Und ich wollte euch mit diesem Video auf jeden Fall dadurch vorwarnen, was ich so persönlich vermute, wie das Ganze sein könnte. Allerdings muss das Ganze nicht stimmen, denn ich denke, Rockstar Games hat auf jeden Fall dazugelernt, was Serverstabilität angeht und auf jeden Fall denke ich genug Server noch in der Zeit reingepackt, damit sie auf jeden Fall auf diesen Hype vorbereitet sind und auf jeden Fall damit rechnen können, wie viele Leute sich dann anmelden werden, damit die Banküberfälle eben reibungslos funktionieren werden und sich eben jeder anmelden kann. Rockstar Games steht jetzt also vor einer wirklich sehr großen Aufgabe, wie sie das hier halt eben regeln können. Ich hoffe, es gelingt ihnen und damit halt alle Leute das Spiel in Harmonie halt eben spielen können. Ich selbst wünsche es mir natürlich nicht, dass es so ist, allerdings möchte ich nur mal schon vorwarnen, falls es tatsächlich der Fall sein wird, dass man sich dann mehrere Stunden bzw. mehrere Tage eben nicht anmelden kann, dass ihr dann wenigstens wisst, woran das eben liegt. Mehr habe ich auch nicht mehr zu sagen, das war's dann auch schon von diesem Video. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr diesem Video auch einen Like da lassen könntet und deshalb würde ich einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal, hoffe ich, wieder. Ciao!